So, nochmal eben das Bild justiert. Ach, Freunde. Ich werde heute nicht alt. So. Huch, da ist er ja. Der Ladebildschirm. Ladebildschirm, 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 Ladebildschirm. Yeah, yeah, yeah. Ladebildschirm, 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 Ladebildschirm. So, ich hoffe, der Stream läuft. Ansonsten für die Leute, bitte mich anrufen, die mich kennen. Dann schaue ich mal eben. So. Oh, windig. Dadün. So. Jetzt geht's los. Stimmt, hier waren wir, ja? Ich vergaß. Da war irgendwas mit Mine und Labor. Ah, genau, wir haben uns ja... Ach, guck mal, der Vergangenheitsflex hat hier schon fleißig für uns alle sortiert. So. Die Dinger haben wir soweit auf, bis auf den, ja, bis auf die Igel oder den Revolver. Irgendwie tut mir das gerade höllisch weh auf den Kopf. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht ist das die Ungewohntheit. So. Ship, Swap, Lab. Da sind wir jetzt auf dem Weg. Oh, guck mal. Oh, Munition. Habe ich total übersehen. So, was haben wir hier? Ach ja, stimmt. Der Umbrella-Helikopter. Da fehlt aber der Aufkleber. Und von hier kamen wir. Ich entsinne mich. Oh Gott. Wo kommen wir denn jetzt schon wieder hin? Ach du heiliger Schrohsack. Will ich wissen, was in der Mine passiert ist? Mal gucken, hier ein Mikrofon. Uah. Oh, Chemikalien. Können wir gut gebrauchen. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, was jetzt alles noch kommt. Warte mal. Warte mal. Hey, ich hab's nicht verlernt. Alter. Wie viele da stehen? Ja, zappel mal ab. Badabam. So, wo ist der nächste? Wieso steht er noch? Ernsthaft? Uah. Hasta la vista, Baby. So. Ich würde sagen, die haben wir. Oh nein, hier ist ein Fahrstuhl. Oh Gott. Kann das nicht hier oben? Uah. Ich will ungern die Munition verschwenden. Uah. Uah. Hör auf damit. Lass das. Nein, wieso geht... Nein, wieso? Was? Uah. Oh, warte mal. Habe ich noch Messer? Ich kämpfe jetzt nur mit dem Messer durch. Oh, warte mal. Hier sind noch Kisten. Ich lock die mal hier rum, dann kann ich vielleicht in den Fahrstuhl einsteigen, ganz schnell. Uah. Mach offen. Alter, mach die Scheiße offen. Uah. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hallo? Hallo? Es ist so... Warte mal, L2, ne? L2? Ein Dreieck. Willkommen in Mount Massive. Outlast. Quasi. Erinnert ein bisschen an Outlast, die Endszene, ne? Ja, natürlich. War klar. Ich habe einfach Skill.
Entschuldigung. Oh Gott. Okay. Ich wollte nur wissen, ob da irgendjemand hinter mir steht. Ah, guck mal an. Kann ich die entschärfen kann man die ja nicht, ne? Was ist eigentlich mit Lukas? Werden wir Lukas noch wiedersehen? Da ist auch noch eine Bombe. 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 Oh Gott, wo führt das denn hier überall hin? Hallo? Was? Wo, was wäre? Duck dich! Wow, Alter! Bleibst du liegen? Bleibst du liegen? So. Da will man einfach mal hier ein bisschen sammeln. Aber gut, der eine ist durch die Bombe gelaufen. Das ist schon mal ein Vorteil für uns. Oh, Kraut. Warte mal. Wie war nochmal Inventar hier? Da können wir ja dann, warte mal, kombinieren. Einen starken Heiltrank bauen. Was ist das hier? Ist das ein Fahrstuhl wieder? Gott, diese Geräusche. Ich will da nicht rein. Da kommt bestimmt gleich der, wie heißt der nochmal? Der Wendigo. Von Until Dawn. Hallo. Okay, es gibt kein Zurück mehr, oder? Oh Gott. Hallo? Was ist denn? Oh Gott. Oh, da sind Bomben. Und da ist irgendwie, da geht's in die Dunkelheit, da will ich gar nicht lang. Bomben sind immer gut. Hallo? Okay, warte mal. Kann ich hier... Ach, springen kann er ja nicht. Er ist zu behäbig dafür. Oh, guck mal an, Munition. Für die Magnum, die wir natürlich nicht haben. Aber gut, wenn wir sie haben, haben wir sie. Ich würde gerne nochmal speichern, bevor wir jetzt zum Finale... Geh aus mich, Alter, lass mich, aua, lass das. Alter. Hör auf damit. Was soll denn das? Wollte ich erstmal so ein leckeres Kotelett davon abschneiden. Alter, die Schweine, ey, die... Meine ganze Munition. Die Penner. Die ich so schön angesammelt habe. Wo geht's denn hier hin? Alter, ich will hier gar nicht sein. Oh Gott. Alter, geh weg! Lass das! Lass mich! Kann ich das Ding schieben? Nein, hör auf damit! Ich bin einfach tot! Aua! Geh weg! Meine Güte. Boah, gehen die mir auf den Sack. Das ist ja unfassbar. Boah, gehen die mir auf den Keks.
Der hält sich auch noch daran fest, als er einfach mal schiebt und dann loslässt. Schade, die hätten auf Schienen stehen müssen. Das wäre geil gewesen. Aber so schnell ist man dann wahrscheinlich nicht. Bevor ich jetzt da lang gehe, gucke ich erstmal hier. Ich bin schon paranoid, ich höre schon Dinge. Okay, hier geht's nicht weiter, oder? Nein. Okay. Okay. Toll. Ein großer Raum. Der sehr staubig ist. Jetzt macht sie die Taschenlampe. Jetzt macht er die Taschenlampe aus. Ah, super, da kommen wir gar nicht lang. Fuck. Wir haben keinen damit aufgeweckt, das ist schon mal gut. Wow, Alter, what the fuck? Der kleine Lukas, der Drecksack, der hätte immer noch die Bomben verteilt, der Penner. Ich dachte, das wäre vorbei. Habe ich mich jetzt erschrocken. Was ist das? Das Drogenlabor? Oh, warte mal, wenn wir hier so viel Kraut kriegen, dann kann ich theoretischerweise mal eben so eine Arznei nehmen. Oh, geil. Oh ja. Was sind das für Automatiktüren? Ich will die auch zu Hause haben. Ich schaue mich mal eben um, bevor ich da in den Laptop gehe. Laptop. Liegen irgendwie so Gedärme und Würstchen drin. Oh, warte mal. Steroide. Stärkt die Muskelkraft enorm und erhöht die maximale Gesundheit. Wirken dauerhaft. Aber natürlich. So. Maximale Gesundheit erhöht. Das ist schon mal super. So, gesendet Freitag, 16. Januar 2015, 0 Uhr 42. Dank euch ist mein Kopf jetzt seit einer Woche wieder klar und zurück auf normal. Und sie denkt immer noch, dass sie mich hat. Da müsste echt mal dran arbeiten. Sie sieht nicht nur wie ein kleines Kind aus, sie ist auch genauso blöd wie eins. Mom und Dad sind aber immer noch voll drauf. Ich habe mir Gedanken gemacht. Ist diese Fixierung auf Familie etwas, das ihr einprogrammiert habt? Ist ein bisschen krank. Gesendet Freitag, der 4. November 2015 um 2.10 Uhr. Mia, das Mischstück, ist immer noch irgendwo zwischen Eve, Märchenland und Realität. Sie kann ziemlich gewalttätig werden, also habe ich sie in eine Zelle eingesperrt. Dachte, vielleicht macht das Evelyn ärgerlich. Immerhin ist Mia ihr Liebling und so. Aber es scheint sie nicht zu kümmern. Sie geht sie sogar manchmal besuchen. Sie denkt, Mia ist ihre Mami. Wie gesagt, eure Biowaffe ist nicht ganz dicht. Freitag, 1. September 2016 um 1.10 Uhr. Evelyns Familienfixierung nimmt langsam Überhand. Sie lässt sie alle mehr und mehr Arschlöcher von den Straßen schnappen und fügt sie ihre Freakshow von einer Familie zu. Vielleicht ist sie es leid, darauf zu warten, dass Mia zu ihr findet. Aber es ist eine es ist eine Scheißarbeit für mich, weil ich den ganzen Schweinkram aufräumen muss, wenn jemand Neues kommt. Übrigens sieht Eve krank aus. Sieht krank oder so aus. Ihre Haut ist ganz faltig und sie bekommt graue Haare. Soll das so sein? Es ist, als würde sie auf einmal alt werden. Eieieiei. Oh Gott. Ach du heiliger Strohsack. Wo sind wir denn hier? Was ist das hier? Dieser Bericht beschreibt im Detail die auftretenden Symptome, wenn das im Inneren der E-Serie gezüchtete Bakterium einen Menschen infiziert.
Bitte lesen Sie dieses Dokument aufmerksam durch, bevor Sie ein Individuum in Kontakt treten, das durch die E-Serie zur Waffe gemacht wurde. Wird im Nachfolgenden als Schimmelpilz bezeichnet. Primärfunktion. Der Schimmelpilz nimmt Nährstoffe vom Körper des Wirtes auf, um sich auszubreiten und übernimmt langsam die Zellen im Körper. Als ein Nebeneffekt davon gewinnt das infizierte Invidium erstaunlich regenerative Fähigkeiten. In Experimenten entfernen wir Arme und Beine vom Testperson und fanden heraus, dass sie imstande waren, die amputierten Gliedmaßen in wenigen Minuten wieder anwachsen zu lassen. Mittleres Stadium der Infektion. Sobald der Schimmelpilz das Gehirn erreicht, werden die Gedanken des infizierten Wirts mit denen des E-Serie-Vermittlers, des Arbeitsvermittlers, in Einklang gebracht. Der Wirt beginnt Dinge zu hören und Halluzinationen zu erleben. Bald darauf gerät er vollständig unter die Kontrolle des E-Serien-Arbeitsvermittlers. Wenn dieser Zustand anhält, verliert der Wirt jeglichen Sinn seiner selbst und seinen Job. Endstadium der Infektion. Nachdem jede Zelle im Körper vom Schimmelpilz eingenommen wurde, verliert der Wirt langsam seine menschliche Gestalt. Die Form der Mutation unterscheidet sich je nach Fall, aber geht stets mit einer enormen Steigerung der körperlichen Stärke einher. Ein Individuum in diesem Stadium einzudämmen ist extrem schwierig. Will ich diesen Arbeitsvermittler kennenlernen? Oh Gott. Zehn Minuten nach Doris, nach Dosis Tod, okay. Necrotanks, E-Serie, Dosierungstest. 5 Minuten nach Dosierung, Erbrechen. 12 Minuten nach Dosierung, Klassifikation der Zellen. Das ist doch der Typ hier von unser Freund hier aus dem Videotape. Und das ist Evelyn. Und das ist da oben auch. Aber sind wir denn auch hier getestet worden? Was ist das denn hier? E-Nekrotoxin zerstört Zellenmaterial aller Individuen, die auf der E-Serie Biowaffe basiert. Nur für die Beseitigung von E-Serien-Objekten zu verwenden. Das Toxikum muss vor der Verwendung stimuliert werden. Ich verstehe. Geben Sie dazu eine Probe der E-Serie-Zellen in den Nekrotoxin-Behälter. Achso, warte mal. Haben wir doch, ne? Hier. Gewebeprobe. Das ist für Evelyn. Oh Gott. Nochmal was zu lesen. So, dieses Projekt wurde 2000 als eine von mehreren Konzepten im Rahmen der NextBase-Initiative Next Generation Experimental Battlefield Superiority der Firma Intitiert unterstützt durch technische Hilfe des HCF. Eine Biowaffe zu entwickeln, die feindliche Kämpfer mit Direktkontakt in großem Stil neutralisiert. Die NextBase-Initiative wurde später abgewickelt, um alle Ressourcen wurden zu diesem Projekt umgeleitet. Was dieses Projekt stark von konventionellen Waffen unterscheidet, ist die Fähigkeit, feindliche Kämpfer zu meistern zu machen. Gegnerische Elemente zu willigen Dienern. Aha. Da dies die Kosten nicht nur für den Umgang mit Kriegsgefangenen, sondern auch die für die eigentlichen Kampfpraktischen auf Null reduziert, ist es kein Wunder, dass und selbst die Organisation von sich darauf unterstützen. Wahrscheinlich Umbrella, vermute ich mal. Das Projekt würde gar nicht existieren, wäre dort nicht die Entdeckung von in gewesen. Dem erstaunlichen fortgeschrittenen Vikaristenz-Evolution-Fungus, dem wir gewöhnlich als Mutamites bezeichnen. Die Herstellungsmethode. Jeder der Biowaffen sah vor, dass Mutamytengiom ein menschlichen Embryo von dem vierzelligen Stadium zu führen,
und diese dann über einen Zeitraum von 38 bis 40 Wochen in einem kontrollierten Umgebung zu kultivieren. Die daraus resultierenden Organismen wurden als Kandidaten bezeichnet und nach ihren Nutzbarkeiten kategorisiert. Von der impraktikablen und fehlerhaften A- bis D-Serie bis zur perfektionisten E-Serie. Als äußere Erscheinung wurde einheitlich die eine etwa 10-jähriges Mädchen ausgewählt, um die einfache Integration in Stadt- und Flüchtlingspopulation zu gewährleisten. Das erste Exemplar der E-Serie, genannt Evelyn, erwies sich als fähig. Mutamität nach Belieben aus ihrem Gewebe auszuscheiden. Es muss auch angemerkt werden, dass Evelyns Mutamität, wenn es ein Wirtorganismus zugeführt wird, diesen einen tiefgehenden Kontrolle über den Körper und Geist aufzwingt. Wir müssen noch viel über diesen Mechanismus lernen, mit dem Evelyn diese Kontrolle erreicht und aufrechterhält. Aber die gängige Theorie ist, dass der Überträger der Autoinduktur-Phänomen ähnelt, die Bakterien der Art Pseudomonas für Quorum Senig benutzt. Mein Gott, was schwere Wörter. Evelyns Kontrolle manifestiert sich in einer Reihe individueller Stadien, von denen das erste Halluzination ist. Fast sofort nach der Infektion steht der Wirt Entscheidung vor Evelyn, obwohl sie nicht tatsächlich anwesend ist, und hört sogar ihre Stimme, die von niemandem sonst wahrgenommen wird. Interviews mit infizierten Testpersonen über alle Stadien der Infektion zeigen, dass Evelyn zunächst wie ein normales junges Mädchen auftritt, das manchmal Gesellschaft oder Hilfe anfragt. Mit der Zeit fängt sie aber an, immer extreme Forderungen zu stellen und anderen Selbstverstümmelungen und Angriffe auf anderen Menschen. Der dadurch ausgelöste psychologische Schock hilft die natürlichen Bakterien des Geistes gegen Evelyns Gehirnwäsche aufzulösen. Und wenn die mentale Kontrolle einmal erreicht ist, hat sich das Mutamycetin-Infektion durch die Zellen des Körpers ausgebreitet, sodass der Körper wahrscheinlich anfängt zu mutieren. Puh. Too much information gerade. Ich will das alles gar nicht wissen. Ich will gar nicht wissen, was auf uns gleich wartet. Oh Gott. Noch mehr zu lesen? So, was haben wir denn da noch? Evelyn ist außerdem in der Lage, Organismen aus Myzelien, den fadenförmigen Zellen eines Pilzes, zu erschaffen. Der Begriff Organismus wird hier weit gefasst. Streng genommen handelt es sich dabei um Superorganismen, die aus zellenlosen Myzelien bestehen. Wichtig ist jedoch, dass dies eine starke Überlebensantrieb aufweisen und sich schon bei der leichtesten Provokation wild verteidigen. Ihre pilzartige Widerstandskraft und beeindruckende Stärke verleiht ihnen ein signifikantes Potenzial für den Kampfeinsatz. Die Forscher haben die Superorganismen, die Molded, getauft, angelehnt an die Wörter Mold, Schimmelpilz und Molded, geformt. Eine mehrdeutige Bezeichnung, die eines gewissen Eleganz nicht abgesprochen werden kann. Für die Behandlung von unabhängigen Infektionen kann ein spezielles feinsiedliges Serum genommen werden, in dem Gewebeproben von Evelyn einer Pumpenpunkt unterzogen wird. Das Serum einer infizierten Person zu injizieren führt eine Klassifikation der Myzelien. Aber wenn die Zellen der Person schon weitgehend befallen sind, ist das Serum tödlich. Da das Behandlungsfenster so klein ist, ist die Hauptfunktion des Serums die Eliminierung von infizierten Individuen und nicht deren Heilung. Während wir das Potenzial des Serums untersuchten, fanden wir heraus, dass wir dessen Effekt aufs Äußerste steigern konnten, wenn wir es aussetzten, wodurch ein Präparat entstand, das wir jetzt Enoxotrin nennen und das selbst in kleinsten Dosen tödlich sind, denke ich mal. Besonders interessant an Evelyns Verhalten ist ihre Fixierung auf das Konzept der Familie. In Experimenten wurden identifizierte Personen bei verschiedenen Gelegenheiten dazu gebracht, als ihre Mutter und Vater aufzutreten und Evelyn wie eine eigene Tochter zu behandeln. Warum hat sie sich auf Familie als Thema ihrer geistigen Kontrolle festgelegt?
Es ist reine Spekulation, aber es könnte sein, dass sie instinktiv versteht, dass eine Familieneinheit sich besser dazu eignet, sich in sozialen Gruppen einzufügen, als ein einsames Mädchen. Andererseits, nun, ein sentimentaler Mensch könnte sagen, dass sie einen von ihr wahrgenommenen Fehlern von Liebe in ihrer abgeschirmten Aufzucht kompensieren möchte. Die Liebe der Eltern. Ich weiß gar nicht, was ich so sagen soll noch. Mir fällt da... Oh, ein Speicherraum. Mir fällt da nichts mehr zu ein. Flammengranaten, na, Halleluja. Wenn wir die jetzt schon kriegen... Also mir fällt da spontan gerade gar nichts zu ein. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Haben wir den Granatwerfer dabei? Maschinengewehr? Flinte? Warte mal, Schießpulver kann ich mal rübergeben. Kraut auch. Wir könnten mal den Granatwerfer... Den Granatwerfer könnten wir mal mitnehmen. Weil wir jetzt schon Granaten gekriegt haben. Hallo? Wo ist er denn? Da ist er. Wir haben sogar zwei Flammengranaten noch im Dings.